So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Oskar am Freitag TV. Wir haben heute einen Ortsbesuch vor uns und wer ortskundig ist, der erkennt, wo wir uns gerade befinden, nämlich im Schlosshof von Schloss Tenneberg. Und ich habe mir zwei kompetente Begleiter dafür ausgesucht. Und zu meiner Rechten steht der Museumsleiter, das Schlossgeist sozusagen, Mike Reimann. Schlossgeist oder Museumsleiter, was ist lieber? Also ich bevorzuge den Schlossgeist. Also, das haben Sie schon gehört. Und zu meiner Linken, Michael Brichtzi, Bürgermeister der Stadt Waltershausen und damit eigentlich auch der Schlossbesitzer, oder? Ganz genau, stolzer Schlossbesitzer. Stolzer Schlossbesitzer. Und warum wir hier sind, die beiden Männer werden es uns gleich erklären. Kommen Sie mal mit. Und wie oft ist der Bürgermeister im Jahr hier? 20, 30 Mal und öfter. Und öfter, in Zukunft wieder noch öfter wegen den Sachen, die jetzt passieren? Ja genau, wenn die Restauratoren mir mal was erklären wollen, ist das hochinteressant, ist noch besser als eine Geschichtsstunde und deswegen bin ich gern mal hier oben und ich bin sowieso gern hier oben. Hier ist es gemütlich, hier ist schön und ich freue mich immer, wenn ich meinen Schlossgeist sehe und wenn man dann hin und wieder auch noch hier drin ein Bier trinken kann, ist das wunderschön. Ja, hier drin, das heißt im Schlosscafé, nicht bei der Arbeit, ne? Selbstverständlich, nicht bei der Arbeit. Gut, jetzt müssen wir hier mal schauen. Lieber Schlossgeist, wir sind hier an der Eingangstür. Passiert hier schon was? Also hier ist schon sehr viel passiert. Wir haben hier komplett neuen Sandstein verlegt, der dem Original sehr nahe kommt. Auch die Türen wurden schon aufgearbeitet. Und die nächste große Baumaßnahme ist dann eigentlich dahinter. Ja, dann sollten wir uns das mal anschauen. Treppenhaus. Das Treppenhaus ist der Ort des Geschehens demnächst oder wie muss ich mir das vorstellen? Also das Treppenhaus ist schon eine ganze Weile in Arbeit, also nicht nur der Fußboden, der Herr Reimann hat es gerade gesagt, auch hier hinter der Tür ist alles neu gemacht worden. Hier ist eine Fußbodenheizung drin, die für ordentliches Klima sorgt und jetzt geht es hier in dem Treppenhaus weiter. Und das Erste, was ansteht, ist dieses Treppengeländer hier. Und die Treppenstufen, die komplett neu und restauriert werden. Ja, da muss ich den Schlossgeist mal fragen. Die Treppe sieht doch noch ganz gut aus, oder? Die sieht ganz gut aus. Man merkt ihr aber an, dass sie 300 Jahre alt ist. Und es ist für manche Gäste halt schwierig, hier hochzukommen. Und wenn dann neue Stufen sind, ist es auch für die Gäste bequemer und einfach auch sicherer. Ja, neue Stufen ist ja nicht das Einzige, was gemacht werden muss, wenn ich das richtig gehört habe. Was passiert denn noch? Naja, vielleicht zu dem Treppengeländer muss man schon mal sagen, ich meine, ist schon in die Jahre gekommen. Ich weiß nicht, wie lange das schon hier steht. Es sind schon einige Jahre. Das ist also relativ locker hier, da ist Korrosion drin, hat man mir gerade eben mitgeteilt. Und es soll ja wieder in die Originalfarben kommen. Und deswegen ist das hier doch eine recht aufwendige Sache. Aber es ist noch die kleinere Sache, weil das viel größere Problem oder die viel größere Aufgabe wird sein, das Wandgemälde und das Deckengemälde neu zu sanieren, ähnlich wie im Festsaal. Ja, dann schauen wir das uns mal an. Ja, interessant. Was gibt es denn zum Deckengemälde zu sagen? Also das Deckengemälde ist eines von dreien von dem berühmten Maler Johann Heinrich Ritter. Und das ist das, was noch nicht restauriert ist. Die anderen zwei sind bereits fertig. Hier ist es so, die Darstellung zeigt den Herzog Friedrich II., der zu dem Zeitpunkt bereits verstorben ist und erwartet auf seine Gattin, dass sie ihm nachfolgt. Interessant. Man sieht ja sehr deutlich, denke ich mal, die Risse hier oben. Das muss also alles neu gemacht werden. Da gibt es verschiedene Techniken, die ich jetzt im Detail nicht kenne. Ähnlich wie beim Festsaal, das muss entsalzt werden und so weiter. Das ist eine sehr schwierige und aufwendige Angelegenheit, die auch doch einige Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich sage immer, wir haben ja Zeit. Mein Spruch, der Kölner Dom hat, glaube ich, 100 Jahre Bauzeit gebraucht und da wird jedes Jahr gebaut. Da können wir an unserem Schloss auch noch ein bisschen bauen. Und die Seiten werden ebenso saniert, gemacht? Die Seiten werden ebenfalls saniert. Das wird noch komplizierter werden, weil man sieht ja hier unten, dass hier viel übermalt worden ist. Das war damals nicht so. Und hier müssen die Restaurateure erstmal gucken, was für Farbschichten wann, wo, wie drin ist, um das wieder richtig gut herzustellen. Nicht einigermaßen. Wir haben den Anspruch, dass es wieder richtig gut wird. Und wer den Festsaal kennt, der wird erkennen, ich glaube,
Das Deckengemälde hat 6 Jahre gedauert in der Sanierung. Und ich sage mal, hier werden wir auch 2, 3, 4 Jahre insgesamt benötigen. Wie viele Jahre ist denn geplant? Also wir gehen in der optimistischen Schätzung von 2, 2,5 Jahren aus. Aber wer ein altes Gebäude selber schon mal saniert hat, weiß, da lauert an jeder Ecke eine Überraschung. Also es könnten auch 4 Jahre werden. Und wenn die Treppe gemacht wird, ist doch hier zu. Wie kommen denn die Leute her? Also wenn die Treppe gemacht wird, ist hier zu. Da gibt es einen extra Eingang, den hat man in der Bauphase hier schon genutzt. Den können wir uns gerne nachher noch angucken. Der ist ein Stückchen weiter entfernt von hier. Das ist ein Provisorium, das ist nicht sehr schön, aber ist eben eine Baustelle und da muss es gehen. Und zur Bauzeit muss ich trotzdem noch eine kleine Bemerkung dazu sagen. Wenn wir als stolzer Schlossbesitzer die Stadt ein Schloss haben, so viele Städte gibt es nicht, die ein eigenes Schloss haben. Die meisten großen Schlösser sind in Stiftungen und man redet über Reinhardsbrunn und über Schloss Friedenstein. Das ist auch alles richtig und gut. Wenn wir schneller noch ein bisschen Geld kriegen würden, wird man vielleicht noch reduzieren können die Zeit. Ich weiß es nicht. Aber das ist einfach so der Appell, den ich auch immer wieder dem Ministerpräsidenten sage. Es ist schön, dass die Stiftung jetzt viel in, oder das Land viel in die Stiftung steckt für Schloss Friedenstein. Wir würden mal so 500.000 so nebenbei auch gerne abnehmen. Ja, wir haben es vernommen. Schauen wir mal. Ich würde ganz gerne mit ihm mal kurz in den Festsaal gehen. Ja. Das ist natürlich. Ja. Das ist die Herausforderung. Das ist natürlich eine völlig andere Sichtweise, wenn man das Deckengemälde hier sieht. Was zeigt das denn? Das Deckengemälde zeigt in der Bildmitte das damalige Herzogpaar, das im Wagen sitzt, Friedrich II. Und seine Gattin Magdalena Augusta. Ja. Sieht toll aus. Wie viel hat es gekostet, die Sanierung? Die Sanierung, ich denke mal, wir waren da so bei ca. 500.000 Euro, denke ich mal, alles in allem. Ich müsste noch mal nachschauen, aber so ca. hat es schon gekostet. Also der Festsaal selber noch mehr, aber das Deckengemälde alleine wenigstens 500.000. Und das Interessante ist ja, das ist ja eine 3D-Darstellung. Das hat's ja im damaligen Zeitalter, hat es ja weder ein Fernseher noch ein Handy noch was anderes gegeben. Die mussten ja, er sagte mal, sich was Schönes malen, damit sie auch, wie wir heute Fernsehen schauen, sich so ein Deckengemälde angucken können. Kann man sich als Schlossgeist nach all der Zeit, die Sie hier schon aktiv sind, daran immer noch ergötzen? Ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. Morgens, wenn ich meinen Dienst beginne, dann nehme ich mir die Zeit und setze mich mal kurz in den Festsaal, schaue mir das wunderschöne Gemälde an und erfreue mich jeden Tag daran. Ah, guter Tipp. Und genau deswegen bin ich 20, 30 Mal im Jahr auch hier oben, weil ich will mir das auch angucken. Weil es gehört einfach mit dazu. Auch ich denke mal, für die Waltershäuser ist dieses Schloss ein Stückchen Identifizierung, wie das Rathaus. Ich sage mal, das Schloss gehört dazu. Und Anfang der 90er Jahre, als ich angefangen habe, habe ich mir das Schloss angeguckt. Da stand ja zur Diskussion Abriss oder Sanierung. Und die Stadtverordneten haben damals sehr weise entschieden, wir sanieren, wir nehmen uns die Zeit. 30 Jahre sind fast vergangen, aber es ist schon was Tolles geworden hier. Das ist ja ein sehr interessanter Bestandteil des Barockmuseums. Da gibt es ja noch einen dritten Teil, oder? Das ist richtig, unsere frisch restaurierte Kapelle, die auch unseren Besuchern immer wieder ein Staunen ins Gesicht zaubert. Und worüber staunen die? Ich denke, das sollten wir uns anschauen. Na dann gehen wir mal hin. Was weiß denn der Bürgermeister über die Orgel hier? Über diese Orgel? Ja, dass sie frisch restauriert ist, dass sie 120.000 Euro gekostet hat, dass ich einen großzügigen Sponsor hatte. Und das Fachliche, das weiß der Schlossgeist viel besser. Und natürlich der Orgelbauer. Ja, dann frag mal den Schlossgeist. Ja, es handelt sich im Hintergrund um eine Thielemann-Orgel. Sie hat ein Manual, das können wir uns ja vielleicht nochmal anschauen. Und sie ist meines Wissens nach bei uns in unserem Kreis, es gibt es zwei funktionsfähige Thielemann-Orgeln, eine haben wir, eine ist in Grevenhain. Und die in Grevenhain war auch sozusagen das Muster für die Wiederherstellung unserer Orgel. Ja, dann können wir uns das mal anhören? Ich denke, da spricht nichts dagegen. Machen wir das mal. Das ist schon sehr imposant. Was kann man denn zur Orgel direkt sagen?
Also unsere Organisten haben mir gesagt, dass unsere Orgel einen sehr maskulinen Klang hat. Sie erfüllt den Raum sehr stark. Man kann sie allerdings auch sehr gefühlvoll spielen. Und sie hat eine kleine Sonderausstattung, und zwar das goldene Sonnenrad. Und dahinter verbirgt sich ein Glockenspiel. Und das könnte ich jetzt auch zum Klingen bringen. Ich glaube, unsere Zuschauer werden nichts dagegen haben. Was sagt der Schlossbesitzer dazu? Ich bin begeistert. Als ich die Orgel das erste Mal gehört habe, als sie eingespielt worden ist, bin ich von der Brücke gekommen und habe die auf der Brücke schon gehört. Und da habe ich gesagt, das kann doch im Leben nicht diese kleine Orgel hier sein. Doch, die war es. Also die ist so kräftig im Klang, wenn man das will, kann man sich gar nicht vorstellen, dass dieses doch relativ kleine Instrument so großartig spielt. Na dann, hören wir es uns mal an. Das Barockmuseum ist ja nicht das einzige Museum, das hier im Schloss beheimatet ist. Welches ist denn das zweite? Also wir haben noch ein wunderschönes Puppenmuseum, das jährlich sehr viele Gäste aus aller Welt anzieht. Wie viele Gäste sind es denn? Also wir haben im Jahr über 6.000 Gäste. Und das ist für so ein kleines Haus eine recht stabile Gästezahl, denn wir können diese Zahl auch jedes Jahr wieder steigern. Und das ist sehr gut für uns. Was macht denn aus Sicht des Bürgermeisters das Puppenmuseum aus? Das sind die vielen interessanten Puppen, die einmalig sind, die auch hier stehen, die es nicht überall oder überhaupt nur einmal gibt, und die stehen bei uns im Museum und es ist einfach auch schön anzusehen. Man erinnert sich so ein Stückchen an seine Kindheit. Es gibt auch noch so ein bisschen anderes Spielzeug da oben und es lohnt sich wirklich, sich das anzugucken, weil ich sage immer, Heimatmuseum ist schön. Ja, aber jeder hat sein Heimatmuseum, jeder hat seine, ich sage jetzt mal ein bisschen sporadisch, seine alten Töpfe irgendwo stehen, die er 300 Jahre alt hat. Die sind ähnlich in vielen Museen, deswegen ist das hier außergewöhnlich. Haben Sie ein persönliches Highlight? Ja, ich habe eine Puppe, an der wirklich so mein Herz hängt. Das ist eine Drei-Gesichter-Puppe. Dann wollen wir uns die doch mal anschauen, oder? Ich halte das für eine gute Idee. So, was glaubt denn der Bürgermeister, wenn er es nicht weiß, wie viele Puppen hier im Puppenmuseum zu sehen sind? Und es sind ein paar hundert. Wie viel genau weiß ich nicht. Ich habe sie nicht gezählt. Das weiß wieder der liebe Museumsleiter besser. Ja. Und? Also ich denke, es sind so um die 730 Puppen, die wir den Gästen zeigen. Wir haben aber noch einen deutlich höheren Archivbestand an Puppen. Was interessiert die Gäste am meisten? Also wir stehen nun ganz zufällig vor einer Vitrine, an der viele Gäste stehen bleiben. Hier sind nämlich Käthe Kruse-Puppen. Und ich meine, Käthe Kruse ist als Puppenmacherin durchaus sehr bekannt, was halt viele nicht wissen. Sie hat einen Teil ihres Handwerks in Waltershausen gelernt, bei der Firma Kemmer und Reinhardt. Der letzte Puppenbetrieb schloss ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 1990, ne? 90, 91, genau, schloss der letzte Puppenbetrieb. Das ist leider ein dunkles Kapitel der Stadt Waltershausen, aber wie das damals war, viele Treuhandbetriebe oder viele Betriebe, die die Treuhand dann übernommen hat, sind einfach dicht gemacht worden. Da ist also nicht viel gefragt worden, warum, wieso, weshalb, und das war es dann gewesen. Schade eigentlich, aber es war leider so. Ja, kann natürlich sein, dass es Sichtproblem ist, aber ich sehe die Dreigesichterpuppe nicht. Also sie ist da, nur im Moment nicht als Puppe, sondern ich kann sie Ihnen halt im Moment als Foto präsentieren, denn sie ist zurzeit eine Leihgabe für das Museum Alte Schule Naundorf. Wir arbeiten immer mit anderen Museen zusammen, leihen Exponate aus, deshalb kann ich sie im Moment nur auf Bild vorstellen. Die Puppe hat drei Gesichter, die man dann durch Drehen jeweils zum Vorschein bringen kann, ein lachendes, ein weinendes und ein schlafendes Gesicht. Und ist hergestellt von der Firma Kemmer und Reinhardt und der Kopf ist von Simon und Halbig. Also ein Unikat, oder? Genau deshalb ist sie auch eine meiner Lieblingspuppen, weil sie ganz selten in musealen Besitz ist. Wer sich das direkt anschauen will, muss also jetzt im Prinzip nach Georgenthal oder nach Naundorf logischerweise? In dem Fall ja, und ich kann es auch den Gästen nur empfehlen, erst bei uns vorbeizukommen und dann bei meinem lieben Kollegen nach Naundorf zu fahren. Selber die Drei-Gesichter-Puppe schon gesehen? Also
Selbstverständlich habe ich die schon gesehen. Ich wusste jetzt allerdings auch nicht, dass er inzwischen wieder auf Reisen ist oder hier steht, ich bin im Urlaub. Finde es aber total gut, dass es eben auch solche Austausche mit Museen in Thüringen im Landkreis Gotha gibt, dass eben auch diese Puppen in anderen Museen mal zugänglich sind. Ich hätte hier noch was, was ich Ihnen gerne zeigen möchte. Und zwar eines unserer kleinen Highlights, den Kloßfresser. Das ist ein mechanisches Spielzeug. Man legt den Kloß auf die Unterlippe, dann wird gedreht und die Augen senken sich dann in die Schüssel und der Kloß wird verschluckt. Und so stellte man sich den Thüringer vor, den ganzen Tag am Klöße essen. Ja, da ergibt sich so manches Assoziationsbild, aber was fällt denn dem Bürgermeister dazu ein? Ach, wahrscheinlich eine ganze Menge, aber es ist wahrscheinlich nicht gut, wenn ich das jetzt alles hier erzähle. Gut, es gibt aber noch ein Objekt, habe ich ja vorhin mitbekommen, das Sie mir noch zeigen wollen, ne? Also ja. Uns, den Zuschauern. Ja. Wo ist das? Es ist zufälligerweise genau uns. Hier steht, die erste Grammophonpuppe der Welt. Das heißt, das war tatsächlich die erste sprechende Puppe, die gebaut wurde. Und zwar war das eine Zusammenarbeit der Firma Kemmer und Reinhardt mit der Firma Berliner, die diese wunderschönen Grammophone hergestellt haben. Und unsere Puppe kann zwar im klassischen Sinne nicht sprechen, aber sie kann singen, und zwar alle Vöglein sind schon da. Und das würde noch funktionieren? Sie ist noch funktionsfähig, aber aufgrund ihres Alters ersparen wir ihr den Test. Ja, da müsste jetzt der Bürgermeister singen, oder? Ich weiß nicht, ob ich das den Menschen, die das jetzt sehen, antun möchte. Deswegen proben wir erstmal und beim nächsten Mal, wenn wir wieder mal einen Film über Waltershausen oder irgendetwas drehen, dann versuche ich mal ein Lied zu singen. Okay, aber wir wollten ja noch darüber reden, wo die Besucher in Zukunft reinkommen, wenn vorne gebaut wird. Wollen Sie uns das mal zeigen? Aber gerne doch, dann müssen Sie mir nur folgen. Gibt es hier, was ist das? Das ist die Werbung für unsere Sonderausstellung zu Ehren von Augustinus, der in diesem Jahr seinen 100. Todestag hatte. Er ist ein Jahr über Thüringen hinaus bekannter Schriftsteller und auch Wanderer. Und dieses Logo, was Sie dort sehen, Thüringen, das grüne Herz Deutschlands, ist von Augustinus geprägt worden. Ah, das zum Beispiel ist mit Sicherheit nicht jedem bekannt. Ja, dann schauen wir doch mal schnell rein. Ich denke, die Sonderausstellung sollten wir den Gästen nicht vorenthalten. Die Idee entstand gemeinsam mit dem Geschichtsverein der Stadt, mit mir als Leiter des Hauses und einem Sammler aus Erfurt, dem Herrn Palmowski. Und wir hatten die Idee, Trinius zu würdigen. Indem Sie ihm eine Ausstellung widmen? Genau. Wir wollten eine Sonderausstellung machen, die den Menschen Trinius zeigt. Also nicht nur den Literaten, den Wandersmann, die auch sehr viel bibliografische Arbeit bedeutet und die einen Abriss bietet über sein Leben. Zufrieden? Ich muss sagen, ja. Und auch die Reaktion unserer Gäste, was auch im Gästebuch steht, kann ich sagen, die Ausstellung kommt sehr gut an. Wir stellen ja auch Dinge aus, die erstmalig in Museen gezeigt werden, wie diese wunderschöne Büste, die gefertigt wurde, als Trinius zum Geheimen Hofrat ernannt wurde. Bis wann ist die Ausstellung noch zu sehen? Also die Ausstellung ist bis 14.07. noch bei uns im Haus. Danach schließen sich andere Sonderausstellungen an. Diese Büste zum Beispiel verbleibt dann bei uns. Das wird eine Dauerleihgabe eines Erfurter Sammlers. Schön, dass wir hier waren. Nun aber los. So, ja, also hier geht's dann rein. Das wird während der Bauarbeiten unser Eingang werden, ja. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, es war für Sie genauso interessant und aufschlussreich wie für mich. Bis zum nächsten Mal. Wir zählen auf Sie. Dankeschön.